Okay, Badminton TV, erste Punktspiel Rosenheim, neue Saison 2013-14. Hier habe ich den Neuzugang bei Rosenheim, David Obernoster. Diesmal ist sein Name richtig ausgesprochen. Heute hat er ein tolles Spiel gegen Marc Swieber toll geleistet. Wie war es aus deiner Sicht, David? Wie war es im Spiel für dich, gegen so einen Weltklasse-Mann zu spielen? War natürlich eine tolle Erfahrung für mich. Am Anfang war ich doch noch nervös bei der Heimpremiere und dann gleich gegen Marc, also gegen so einen guten Gegner, wie du erwähnt hast. Da hatte ich noch Probleme bei dem ganzen Tempo und so. Im zweiten konnte ich mich gut steigern, habe mich ans Tempo angepasst ein bisschen und ich denke, ich habe ein gutes Spiel gezeigt und auf das kann ich aufbauen. Ja, ich glaube, wir haben gesehen im Spiel, du hast eine Menge Freude gehabt. Du hast dich gut bewegt und deine Schläge waren gut. Wir sehen in der Zukunft echt, du hast riesiges Potenzial. Und ich meine, es ist ein guter Auftakt für dich. Wie läuft dein Training? Wie ist die Vorbereitung? Die Vorbereitung in Wien war sehr gut. Wir hatten jetzt 2 Monate Zeit nach den US und Canada Open zum Trainieren. Wir haben hart trainiert. Ich war nicht verletzt heuer, das war super. Ich bin im Moment topfit und jetzt gibt es noch den letzten Feinschliff und dann geht es nächste Woche weiter und Ende September mit den internationalen Turnieren geht es dann wieder los. Okay, internationale Turnier, da wirst du mehr Erfahrung sammeln und die Bundesliga ist auch für dich, sagen wir, eine Bereicherung für deine Karriere. Du wirst nur davon lernen können. Was hast du aus dem Spiel heute vom Marc mitgenommen? Ich habe mitgenommen, dass ich gegen so einen Gegner auf jeden Fall alles geben kann und dann muss er sich auch anstrengen und das ist immer das erste Ziel, wenn ich gegen einen doch deutlich besseren Gegner spiele, dass ich ihn dazu bringe, dass er voll spielen muss und ich glaube, das habe ich heute gezeigt und ich habe auch gesehen, dass ich jetzt mit meinen Angriffsschlägen doch hin und wieder durchkomme und der Marc ist ein sehr guter Abwehrspieler und das stimmt mich positiv für die Zukunft. Was mich auch beeindruckt hat, du hast auch im Spiel deine Taktik verändert, du hast sehr viel Drive mit ihm gemacht, weil ich meine, wenn du hochspielst, hast du gemerkt, er hat großen Winkel und so weiter. Also du entwickelst dein Spiel, du bist auch in der Lage, sagen wir, im Spiel dein Spiel zu variieren, oder? Genau, es ist mir dann zum Glück im zweiten Satz gelungen. Im ersten habe ich eben, wie gesagt, durch die Nervosität vielleicht auch ein bisschen zu sehr mit dem gekämpft, aber auch dann mit den taktischen Hinweisen von Manni und so, das hat sehr gut funktioniert und das kenne ich von der Jugend, das war mir vertraut und dann habe ich ja Sicherheit bekommen und dann konnte ich auch taktisch was ändern. Okay, David, ich kann nur sagen, die Spieler aus Rosenheim, das ganze Publikum freut sich auf dich, du hast einen guten Auftakt und wir freuen uns auf die nächsten Spiele, bin mir sicher, du bringst bestimmt ein paar Siege mit für diese Saison und wichtig ist, dass du dich nicht verletzt und das ist einfach, dass du weiterhin Freude dabei hast, okay? Dankeschön, ich werde mein Bestes geben. Alles klar, danke David. Danke.